Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu unserem neuen Video zum Thema Babyhandling. Heute erkläre ich Ihnen, was ihr im Umgang mit eurem Baby beachten müsst. Viele von euch sind sicher das erste Mal Mami und Papi geworden und haben noch ganz viele Fragen. Drei davon darf ich euch heute beantworten. Das Aufnehmen vom Kind aus der Rückenlage, das Drehen und das richtige Tragen. Das Kind liegt jetzt vor euch in der Rückenlage. Mit der einen Hand umfasse ich den Brustkorb. Mit der anderen Hand gehe ich unter die Schulter und umfasse dort auch den Brustkorb. Das Kind drehe auf die eine Hand und gebe einen leichten Druck Richtung Becken. Das Kind ist dabei immer leicht gegen vorne gekippt, dass der Kopf nicht hinten fliegt. Man kann auch mit zwei Fingern den Nacken ein bisschen stabilisieren und nimmt das Baby so zu sich am Körper. Was sicher zu beachten ist, dass man das Kind mal über die rechte, mal über die linke Seite aufnimmt, damit die Nackenmuskulatur auf beiden Seiten gleichmäßig entwickelt wird. Das Kind liegt in Bauchlage. Das Aufnehmen vom Kind aus der Bauchlage macht man so, dass man das Ärmel auf der Seite, wo man das Kind hindrehen möchte, schön an den Körper legt. Oberhalb umfasst man die Schultern. Dann geht man mit der anderen Hand zwischen den Beinen durch und lenkt an den Bauch. Dreht das Kind in die Halbseitenlage drehen. Das bedeutet, dass das meiste Gewicht auf der Hand vom Bauch ist und nimmt das Kind so zu sich am Körper. Das Drehen vom Kind aus der Rückenlage in die Bauchlage. Man legt dort, wo man das Kind hindrehen möchte, auch wieder den Arm schön am Körper. Umfasst oben die Schultern. Auf der gegenüberliegenden Seite umfasst man die Hüfte, gibt einen leichten Druck Richtung Bauch, Nabel und dreht das Kind auf den Bauch. Das Kind tut automatisch den Kopf mitdrehen. Beim Tragen des Babys ist wichtig, dass das Baby symmetrisch im Arm liegt. Man sollte es mal rechts und mal links tragen. Die Hände des Kindes müssen immer schön vorne liegen, das Köpfchen gut gestützt, dass es nicht hinten runterfliegt. Und man sollte darauf achten, dass der Arm beim Träger nicht hinten runterrutscht. Danke vielmals fürs Zuschauen und alles Gute für euch und euer Baby.